Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist ein, ich weiß nicht mal mehr, was für ein Wochentag ist. Also wir leben wirklich in einem Delirium. Ich habe keine Ahnung, welche Uhrzeit, welcher Tag. Ist auch völlig egal, weil letzten Endes sieht ja jeder Tag momentan gleich aus. Aber für heute habe ich mir was Schönes ausgedacht, beziehungsweise ausgedacht. Ich habe es schon ganz, ganz lange auf der Liste und dachte mir, heute passt es mal besonders gut. Ich nehme mir heute nämlich ein bisschen Zeit und backe einen Kuchen, der ohne Zucker ist. Okay. Also, kurz zur Geschichte aus dem Hintergrund. Ich habe vor einer gewissen Zeit mal eine Story auf Instagram gemacht, bei der ich erzählt habe, dass Zucker, also das zuckerfreie Kekse habe ich gekostet und die waren überhaupt nicht so geil. Und da habe ich gesagt, ja, Industriezucker hat definitiv seine Daseinsberechtigung beim Backen, weil es schmeckt halt einfach besser. Und daraufhin sind zwei Mädels auf mich aufmerksam geworden, die sogar zwei Kochbücher rausgebracht haben, Back- und Kochbücher, um zuckerfrei zu backen und zu kochen und haben gesagt, back mal einen Kuchen aus diesem oder Kekse, was auch immer, aus diesem Buch und du wirst sehen, Industriezucker muss keine Daseinsberechtigung haben und heute werde ich das mal ausprobieren. Habe mir jetzt aus dem Buch einen Zitronenkuchen rausgesucht und bin wirklich gespannt, ob uns das schmecken wird. Und ich werde sehr, sehr ehrlich zu euch sein. Also wenn es mir nicht schmeckt, dann schmeckt es mir nicht, dann werde ich euch das auch sagen. Aber ich habe große Hoffnung, weil ich habe gestern den Einkauf dafür getätigt. Ich habe Kokosblütenzucker gekauft. Sauteuer. Ich habe mal 5 € für Zucker be bezahlt, für so eine kleine Tüte. Und habe wirklich alle Sachen, die da reingehören. Habe mir auch noch für ein zweites Rezept noch ein paar Sachen gekauft. Habe echt einiges an Geld dafür bezahlt. Aber da muss ich auch sagen, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, nee, es ist mir zu teuer, deswegen suche ich keine Alternativen. Um Gottes Willen. Weil meistens, gerade wenn man Brot selbst backt, etc., das kostet einmal halt viel Geld, aber davon hat man halt langfristig mehr, weil man die Sachen halt einfach länger nutzen kann. Den Zucker, den ich da jetzt gekauft habe, den werde ich ja nicht heute aufbrauchen. Das heißt, vielleicht schmeckt mir der Kuchen und ich werde ihn jeden Tag backen und dann hat der Zucker wieder sich rentiert. Entschuldigung, was ist da los? Was machst du, Schatz? Schau mal, was macht denn Papa? Was macht denn Papa mit Bälle? Was machst du denn? Wie ihr sehen könnt, habe ich Anfang Februar das letzte Mal Kalender geführt. Und ja, hier ist dann leer. Das hat dazu geführt, dass ich meine Motivation so ein bisschen verloren habe. Ich weiß nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, woran es liegt. Ich denke, es hängt ganz stark damit zusammen, dass Micha Selbstlernphase und Praktikumsphase hat. Ich habe mir jetzt einen neuen Kalender besorgt, der einfach auch ein bisschen größer ist, den ich nicht so schnell aus dem Blick verliere. Dazu habe ich mir extra ein Buch besorgt, was ganz viel Platz für Notizen hat, weil ich einfach sonst normalerweise einfach diese Zettelchen hier benutze, die und dann schmeiße ich die weg und irgendwie finde ich es schade, weil das teilweise wirklich sehr wichtige Gedanken sind, die ich hier notiere, wenn ich mit Micha quatsche, wenn ich ein Video gerade schneide und mir einfach ein paar Gedanken dazu mache. Und ich möchte eigentlich nicht alles digitalisiert haben und deswegen finde ich es schön, dass ich das jetzt hier so habe und einfach jede Woche quasi Notizen und Gedanken habe. Ich möchte ganz kurz nochmal auf das Thema Motivation eingehen. Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Micha zu Hause ist. Und auch im Austausch mit meinen Freundinnen, muss ich einfach feststellen, dass der eigene Partner, wenn beide zu Hause sind, beide im Homeoffice, und beide motiviert arbeiten sollen, dass das ganz, ganz oft sich einfach im Weg steht. Also ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass Micha mir ein Bein stellt. Also überhaupt nicht. Er gibt mir Freiräume, mich rauszuziehen. Er gibt mir Freiräume, dass ich einfach arbeiten kann. Er kümmert sich um die Kinder, wenn ich irgendwas machen möchte. Also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass er mir eine Last oder ein Hindernis ist. Aber es ist einfach so meine eigene Motivation sinkt einfach, weil ich natürlich, wenn ich meinen Partner direkt vor der Nase habe, natürlich auch Zeit mit ihm verbringen möchte, weil das irgendwie sonst immer wie eine verpasste Chance ist, wenn ich die Zeit nicht mit ihm verbringe. Aber davon müssen wir einfach wegkommen. Also wir werden halt auch in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel Zeit zusammen verbringen müssen. Und deswegen muss ich einfach wieder den Arsch ein bisschen hochkriegen. Ich sage es jetzt einfach mal so drastisch, wie es ist. Und muss
ihn so ein bisschen hinten anstellen. Also ich meine, wir haben so viel Zeit miteinander, wir genießen das jetzt auch gerade, dass wir so viel Zeit zusammen haben. Ich empfinde das gerade als sehr, sehr schön, dass wir zusammen sind und dass wir zusammen auch arbeiten können. Aber es ist halt einfach für meinen Seelenfrieden sehr, sehr wichtig, dass ich mir jetzt die Auszeit nehme, dass ich ihn wirklich groß mal mit den Kindern wegschicke, damit ich meine Sachen erledigen kann. Und habe jetzt, wie gesagt, hier einfach angefangen, wieder meine Sachen zu notieren, Content Creation, einen Dreh für Q&As, Kommentare beantworten habe ich mir auch wieder aufgeschrieben. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was heute im Vlog thematisiert werden könnte, weil ich mir überlegt habe, den Kuchen zu backen beispielsweise. Sowas notiere ich mir. Und dann habe ich auch endlich wieder die Möglichkeit, etwas abzuhaken. Ich brauche das für meinen Kopf und für meinen Seelenfrieden wirklich sehr. Ich sag's ja immer wieder, es wäre ein Vlog ohne Aufräumen. Es ist einfach nötig, dass ich aufräume. Aber erstmal werde ich mal ein bisschen Licht hier reinlassen. Einfach, es ist ja sauschön draußen. Ich bin übrigens letztens wieder darüber gestolpert, dass wir ja unseren Balkon gemacht haben. Und ihn einfach gar nicht nutzen können, weil es gerade wieder saukalt draußen ist. Aber ich werde trotzdem mal einfach mal ein bisschen hochfahren, damit wir wenigstens die Sonne in unsere Wohnung, in unsere Herzen lassen können. Auch wenn wir nicht wirklich auf dem Balkon sein werden. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. Writing down all the things that I miss. And in the letters you take form. No, I won't go back tonight. With a habit to the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over. In our hometown, running free. It could be. Ich habe mich jetzt in die Küche verzogen und möchte jetzt den leckeren, also hoffentlich leckeren Zitronenkuchen machen. Ich bin wirklich gespannt. Habe jetzt gerade aber erstmal festgestellt, dass ich überhaupt gar keine Kastenbackform habe. Also ich hatte mal eine, aber irgendwie ist die weg. Vielleicht habe ich sie irgendwann mal in irgendeinem Wahn aussortiert, weil sie nicht mehr gut aussah und wollte mir eine neue kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls musste ich jetzt meiner Nachbarin schreiben, ob sie eine hat und wenn ja, ob sie mir die kurz vor die Tür stellen kann. Aber ich hoffe sehr, dass die jetzt mit... Oh, okay, ich glaube, sie hat eine. Ich habe jetzt gerade das erste Mal Kokosblütenzucker gerochen und ich muss euch sagen, also ich weiß nicht, ob da jetzt extra irgendwas beigesetzt ist, aber eigentlich soll es natürlich sein und es riecht einfach total nach Karamell. Riech mal. Oder? Oh, das stinkt auch ein bisschen. Ich weiß nicht. So, wir schnappen uns jetzt unsere Roller und gehen noch... nicht in der Wohnung, Schatz! Wir gehen raus! Entschuldigung! Junger Mann! Ha! Wir würden mit dem Roller gerne rausgehen. Wir fahren einfach noch eine Runde um... Mit Papi? Um den Block. Nee, Papa bleibt hier und passt auf den Kuchen auf. Auf den da, auf den da, auf den da! Oh, bin ja mal gespannt, ey. Aber... Das wird, glaube ich, das wird. It's gone. But now I know.
Wir sind gerade wieder rein und der Benne, der ist mir im Wagen eingeschlafen. Schon das zweite Mal übrigens. Und er ist jetzt so dick eingepackt, dass ich ihn irgendwie wach kriegen muss. Aber ganz sanft, dass er nicht völlig ausflippt. Ich mach das jetzt mal ganz schnell. Wollen wir mal den Kuchen probieren? Ja. Und Himbeeren auch? Ja. Und was trinken auch? Ja. Okay. Komm. Bennett und ich haben uns jetzt hingesetzt. Micha ist gerade noch ein wenig out of order wegen der Schule und wir probieren jetzt einfach mal den Kuchen. Sieht auf jeden Fall total lecker aus. Wie lecker. Mhm. Gar nicht mal so unlecker. Und Ella, wie schmeckt der? Super gut, aber ein bisschen noch gesüßt werden, weil das ist zu salzig. Zu salzig? Ich mag. Meinst du mit salzig vielleicht sauer? Ich mag. Von der Zitrone? Ich mag. Wir trinken Bier, denn es ist nach vier. Oder Wein. Wir verabschieden uns jetzt übrigens jedes Mal mit dem Satz, dass wir noch Wein trinken. Irgendwie sollten die Leute sich langsam Gedanken machen, ob wir nicht danach in eine Betty Ford Klinik müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man jetzt eine Entzugsklinik aufmachen sollte. Wir wurden heute gefragt, und wie läuft es mit den Kindern? Und unsere Antwort war, wir trinken ab fünf Wein. Es ist schon nach fünf, wir haben noch nichts getrunken. Wir trinken jetzt ein Glas Wein. Nein, also wir trinken jetzt wirklich ein Glas Wein. Und verabschieden uns. Und sagen euch tschüss und arbeiten noch ein bisschen. Oh, das ist voll laut. Ich weiß. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr das Video kommentiert und liked und natürlich auch unseren Kanal abonniert. Das könnt ihr machen. Und zwei weitere Videos verlinken wir euch auch hier. Bis dann. Tschüss.